Mit Löffeln und Schöpfkellen drücken die Anwohner Valencias am Abend ihre Wut aus. Bereits am Nachmittag bekommt das spanische Königspaar den Unmut zu spüren. Bei einem Besuch in Paiporta in der Region Valencia wird König Felipe mit Schlamm beworfen und beschimpft. Immer wieder ruft die Menge Mörder. Der König zeigt sich danach verständnisvoll. Man muss die Wut und die Enttäuschung vieler Menschen darüber verstehen, was ihnen Schlimmes widerfahren ist und dass es schwer zu verstehen ist, wie all die Mechanismen und Notfallmaßnahmen funktionieren. Doch die Anwohner im Katastrophengebiet fühlen sich im Stich gelassen. Viele haben noch immer kein Trinkwasser. Internetempfang und Mobilfunknetz sind lückenhaft. Geschäfte liegen in Trümmern. Und sie kritisieren, zu spät gewarnt worden zu sein. Spaniens Regierungschef Sanchez aber will lieber nach vorne blicken. Wir werden nicht von unserem Kurs abweichen wegen ein paar marginalen, gewalttätigen Leuten. Die Gesamtheit der valencianischen und spanischen Bürger will nach vorne schauen und ihr Leben weiterführen. Und während Aufräum- und Bergungsarbeiten so langsam vorangehen, beginnt es in der Region Valencia am Abend wieder vereinzelt zu regnen.